Das war wirklich ein stürmischer Start in die Woche. Ja. Und damit darf ich Sie begrüßen zu unserer heutigen Ausgabe Ländle TV der Tag. Heute mit diesen Themen. Sturm über Vorarlberg, aber was tun bei einem Sturmschaden? Wir waren beim IFS zum Thema Kinderaktivitäten in den Ferien. Und natürlich mit dabei der Blick auf unser Kachelmann-Wetter. Das Sturmtief Sabine hat am Montag auch das Ländle gestreift und hat uns auch wieder einmal gezeigt, welche Gewalt denn die Natur wirklich hat. Aber was tun, wenn dort ein Schaden am Eigenheim oder zum Beispiel am Auto entsteht? Wir haben beim Fachmann genauer nachgefragt. Sabine tobt. Auch in Vorarlberg hinterließ das Sturmtief am Montag seine Spuren. Mit bis zu 100 km/h schnell kann ein Starkwind dieser Art auch größere Schäden anrichten. Umgeknickte Bäume, verwehte Dächer und Garteneinrichtungen führten bereits zu mehreren Feuerwehreinsätzen im ganzen Ländle. Also wir haben jetzt schon allerlei Schäden gehabt. Angefangen von Dachziegeln, die uns abgeblasen hat bei der Eigenheim. Oder Blumentöpfe, die abgeflogen sind und Gläser zersprungen sind. Poolabdeckungen, wo es weggeluftet hat. Also es ist wirklich allerhand schon passiert heute im Laufe des Tages. Auch bei der Versicherung steigen die Anrufe und Informationsanfragen. Im Schadensfall ist es also gut zu wissen, was die wichtigsten Schritte sind. Ich würde jetzt mal als erstes schauen, dass keine Gefahr im Verzug ist, dass ich schauen kann, kann ich irgendwie helfen, was ist genau passiert. Dann schauen, ob vielleicht der Nachbar umeinander ist, dann würde ich vielleicht gleich mal die Polizei rufen, schauen. Müssen irgendwelche Sachen geregelt werden, aber auf alle Fälle ist man gut versichert mit der Eigenheimversicherung. Die deckt, wie gesagt, mit der Grundstückshaftpflicht schon mal alle Schäden an fremden Dingen, aber das, wie gesagt, es könnte sein, dass mal ein Ziegel runterfliegt von meinem Grundstück und beim Nachbar aufs Auto fliegt, dann habe ich da schon mal keine Scherei und habe das schon mal versichert. Für Leute, die in Wohnungen wohnen, ist es immer gut, wenn sie eine Haushaltsversicherung haben. Somit haben sie eigentlich die Sache auf dem Balkon abgesichert, wenn sie mal eine Grill abhaut oder wenn, wie gesagt, ein Blumentopf mal abflügt zum Nachbar, wo drunter wohnt, dann hat man das eigentlich dort überall versichert. Oft reicht also die allgemeine Haushalts- und Eigenheimsversicherung bei Wind- und Wetterschäden. Sabine hat sich noch nicht ganz verzogen. In der Nacht zum Dienstag sind weitere starke Böen zu erwarten. Die Semesterferien, die sind da und da stellt sich dann schon oft die Frage, was denn eigentlich tun mit den Kindern, vor allem wenn das Wetter nicht immer so ideal ist. Wir haben uns mal bei der Spezialistin beim IFS umgehört. Die Ferienzeit ist nicht immer die einfachste für Eltern mit Kindern zwischen 5 und 16 Jahren. Da die Strukturen aus dem alltäglichen Leben wegfallen, ist es vielen Elternteilen ein Anliegen, jene Freizeit sinnvoll mit den Kindern zu nutzen. Kinderpsychotherapeutin Alexandra Getter vom IFS empfiehlt einen Mix aus aktivem Programm und auch Leerlaufzeiten. Und ich finde, da geht es einfach um eine gute Kombination, dass es Angebote gibt, dass man sagt, wir unternehmen was gemeinsam als Familie, dass es aber auch Zeiten gibt, wo vielleicht die Kinder daheim sind und einfach einmal nichts tun. Spielen, Musik kochen, lesen, sich zum Beispiel auch mit Freunden treffen. Also Dinge einfach auch tun, wo in der Schulzeit einfach oft sehr wenig Zeit ist. Wichtig sind laut der Expertin geregelte Bildschirmzeiten. Jedoch sollte man Instagram, WhatsApp, Snapchat und Co. nicht völlig verbieten, da Jugendliche ansonsten schnell ausgegrenzt werden könnten. Also je jünger die Kinder, desto weniger. Auch in der Volksschulzeit würde ich das sehr begrenzen. Und auch schauen, es gibt ja Fernsehen, dann gibt es oft Tablet und Handy. Also es gibt ja verschiedene Medien. Auch da ist es von Familie zu Familie ein Unterschied. Ich finde es immer schwierig, konkrete Zeiten zu nennen. Thema ist natürlich, dass jetzt gerade im Jugendalter das Handy ein wichtiges Medium ist, wo man auch dabei sein sollte, oder? Quasi, wenn ich das nicht mitmache, dann bin ich ein Stück weit der Außenseite. Auch da geht es um einen guten Mittelweg. Aber wie gesagt, je jünger die Kinder, desto weniger. Und ich würde das auf alle Fälle reglementieren, das heißt zeitlich und auch inhaltlich, was die Kinder da tun. Ein gesunder Mittelweg ist das Ziel, wobei es auch von Kind zu Kind Unterschiede gibt. Es gibt Kinder, die sagen, das ist mir nicht so wichtig, die sind so am Rande dabei. Und es gibt Kinder, für die ich auch so dazugehören, ein großes Thema. An sich ist, ich will dazugehören, ein Thema von der Pubertät. Und so muss man auch diesen Handykonsum sehen und auch als Eltern mitbedenken, dass es sein kann, wenn ich das zu sehr einschränke, dass ich da Kinder wirklich in eine große Not bringe, oder? Wenn man am nächsten Tag, wenn man mitkriegt, die sind alle in diesen Gruppen und ich als Kind bin nicht dabei und ich kriege einfach nicht mit, was da abgeht.
Abschließende Tipps zur Wochenplanung? Rausgehen in die Natur, spielen, also quasi Outdoor-Aktivitäten draußen, was mit Bewegung zu tun hat, aber auch vielleicht zu Hause sich einmal hinsetzen, ein Memory spielen, ein Buch gemeinsam lesen, also Gesellschaftsspiele, Zeit miteinander verbringen. Manchmal macht es auch Sinn, wenn man sagt, man schaut sich gemeinsam im Fernsehen einen bestimmten Film oder eine Serie an oder man geht auch ins Kino. Also so zu schauen, wie komme ich in Kontakt mit meinem Kind und wie kann ich gemeinsam eine gute Zeit verbringen. Und das ist von Familie zu Familie verschieden. Ja, und ob das Wetter in dieser Woche es wirklich zulässt, dass man sich draußen austoben kann, das sehen Sie gleich bei uns im Kachelmann-Wetter. Zuvor aber noch die Schlagzeilen von morgen aus den Vorarlberger Nachrichten. Über 17.000 Vorarlberger Arbeitnehmer pendeln in die Nachbarländer, nur 72 Schweizer und Liechtensteiner nach Vorarlberg. Die Klimaneutralität 2040 müsse kommen, warnt Landesrat Johannes Rauch gemeinsam mit Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb anlässlich ihres Vortrags in Nenzing. Nach dem Traktorunglück in Balderschwang im vergangenen Sommer, bei dem zwei Kinder aus Riefensberg tödlich verletzt wurden, ist am Landesgericht Kempten nun Anklage gegen den Vater des 13-jährigen Traktorlenkers wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen erhoben worden. Das war's nun schon wieder mit der aktuellen Ausgabe Ländle TV, der Tag. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es gibt jetzt noch die aktuelle Folge Schon gewusst und wie schon angekündigt natürlich unser Kachelmann-Wetter. Und ich darf mich verabschieden. Machen Sie's gut. Tschüss. Schon gewusst, dass jeder Mensch etwa 120 Tage, also 4 Monate im Jahr, nur mit Schlafen verbringt? Dass im Durchschnitt etwa 7,5 bis 8 Stunden Schlaf benötigt werden? Dass der Mensch in den letzten 100 Jahren etwa 2 Stunden Schlaf verloren hat und nahezu 80% der Erwerbstätigen in Vorarlberg über schlechten, gestörten oder nicht erholsamen Schlaf klagen? Und dass ein Schlafmangel von weniger als 6 Stunden ein Risiko für Krankheiten wie Herzinfarkt, Übergewicht oder auch Depressionen birgt? Achtung! Im Laufe des späten Abends legt der Sturm nochmals an Stärke zu und nachts sind dann rund um den Bodensee nochmals teils schwere Sturmböen zwischen 95 und 115 km/h zu erwarten. Sonst weiter nach Süden im Rheintal zwischen 60 und 80 km/h. Auf den Bergen Orkanböen zwischen 120 und 180 km/h. Der Tag startet dann mit vielen Wolken und wiederholt ziehen mit stürmischem Wind Schneeregen und Schneeschauer durch, die besonders in den West- bis Nordwest-Staulagen vom Bregenzerwald und Arlberg intensiv ausfallen. Schnee fällt bis auf 600 Meter. Im Rheintal kann es zu kurzen Auflockerungen und sonnigen Phasen kommen. Tagsüber bleibt es wechselhaft und teils stürmisch mit wiederholten Schauern, die oberhalb von 600 Meter als Schnee fallen. In den Bergen schneit es teils kräftig und durch den Sturm wird es hier oft einen richtigen Schneesturm geben. Im Rheintal sind tagsüber Böen zwischen 40 und 70 km/h zu erwarten und rund um den Bodensee teils bis 80 km/h. Auf den Bergen 90 bis 130 km/h. Die Temperaturen steigen tagsüber auf minus 3 Grad in Lech am Arlberg und bis auf plus 6 Grad in Hohenems. Die weiteren Aussichten? Am Mittwoch und am Donnerstag stellt sich vorübergehend freundliches und oft trockenes Wetter ein. Der Sturm ist kein Thema mehr. Nur am Mittwoch sind anfangs im Norden noch einzelne Schauer dabei. Oberhalb von 500 bis 700 Meter sind es Schneeschauer. Die Temperaturen steigen am Mittwoch bis auf plus 6 Grad, am Donnerstag bis auf plus 9 Grad. Am Freitag erreicht uns die nächste Kaltfront samt Schnee und Regen. Schnee fällt ab 800 Meter bis plus 6 Grad.